Jussi-Lene Marinho bekam aus dieser Fischhaut eine Vagina gebastelt. Foto, UFC Focus on News. Jussi-Lene Marinho Focus on News. Es ist eine Medizinsensation, und für Jussi-Lene Marinho, 23, aus Brasilien eine große Erleichterung, sie ist die erste Frau der Welt, die eine Vagina aus Fischhaut bekam. Klingt ungewöhnlich, ist es auch. Denn die junge Frau wurde mit Maja Rokitansky Küstehause, MRKH, geboren. Das heißt, Jussi-Lene hat keine Eierstöcke und keine Gebärmutter, sie kann keine Kinder bekommen. Das heißt aber auch, sie konnte keinen Sex mit ihrem Freund Marcos Santos, 24, haben, denn ihr Körper hatte auch keine Vagina. Erst im April 2017 konnte ihr ein Ärzteteam helfen. Die Mediziner operierten eine Öffnung in den Körper der Frau und formten aus der Haut eines Tilapia-Fischs eine Vagina. Jussi-Lene Marinho und ihr Freund Marcos Santos können sich jetzt auch körperlich lieben. Foto, Jussi-Lene Marinho Focus on News. Die Fischhaut wurde vom Körper angenommen und in menschliches Gewebe umgewandelt. Nach 3 Wochen konnte Jussi-Lene Marinho das Krankenhaus wieder verlassen. Meine Familie und meine Freunde gingen mit mir aus, um meine neue Vagina zu feiern, erzählt die junge Frau laut Daily Mail. Und dann kam der große Moment, Jussi-Lene konnte das erste Mal mit ihrem Freund Sex haben. Es war ein wunderbarer Moment, weil alles perfekt funktionierte. Es gab keine Schmerzen, nur Vergnügen und Befriedigung. Ärzte präparieren die Fischhaut, bevor sie der Patientin eingesetzt wird. Foto, UFC Focus on News. PS, sind Sie bei Facebook? Werden Sie Fan von Bild.News? Teilen Twitter und teilen auf Google Plus per WhatsApp, verschicken per Mail, versenden.